was soll das? Ich will doch hier nicht mit Strom rumexperimentieren, Alter. Ich will, der das knallt und ballert, ne? Sag mal ehrlich. Das will ich haben, ey. Ich weiß dann wiederum, falsches Spiel. Gelle? Musst du ein anderes Game spielen? Hier ist das nicht so. Genau. Und dann muss ich. Ich werde einmal ganz kurz auf Klo, ich bin gleich zurück. Mulla muss er. Na dann. Naja. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Kommt mir vor wie bei Star Trek. Das fand ich gut. So. So, 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 so. Dann gehen wir mal wieder rein hier. Dann erstmal Prost auf meinen Schwiegervati. Moment. Moment. Ich habe ja noch nicht mal ein Bier. Moment. Weißt du? Moment. So, den nehme ich mir, ne? Ja? So. Wir müssen meinen auch noch nachfeiern, das weißt du ja wohl, ne? Wir beide. Yes. Oh, das wird ein weiter Weg. Das wird ein weiter Weg. Bestätigen. Dieser Transfusionsbeutel enthält Blut, das dir abgenommen wurde. Wenn ausgerüstet, füllt er dein Blut nach und nach auf. Eile mit Weile. Richtig. Sam, dies ist unser erster Versuch, eine Anti-GD-Waffe zu entwickeln. Ich musste aus dem, was wir hatten, schnell etwas bauen. Es sind also modifizierte Handgranaten. So sollen sie jedenfalls funktionieren. Sie wurden bis jetzt nie im Feld getestet. Wer weiß, vielleicht kannst du als erster ein GD eliminieren. Und das wäre doch etwas. Aber selbst wenn sie funktionieren, musst du bedenken, dass sie dein Blut enthalten. Zapfst du zu viel ab, verpasst du dir eine Anämie. Oh mein Gott. Den Meister. Also haben wir einen Auftrag für dich, um deine neue Waffe auf dem Schießstand auszuprobieren. In einer sicheren Umgebung trainiert es sich doch besser als in Lebensgefahr, oder? Harte Arbeit zahlt sich aus. Viel zu überladen. Ja. Willst du mit deinem eigenen Blut experimentieren? Tuschspray. Ex-Granaten.
Sperma. Das für eine Kacke hier. Granaten. Ablegen. Abfahrt. Okay, also ich garantiere jetzt für nichts. Also, sorry. Ich schwemme mich, falls du noch da sein solltest. Einfach Konzentration. Und dann wird das schon irgendwie. Sich nur nicht so oft über dich selber ärgern, wenn man was so hinauf wieder gerne möchte. Du kennst mich. Ich mein? Ja, du kennst mich, aber. Deswegen sage ich dir das ja jetzt schon. Auf Zwang funktioniert das nicht. Dass niemanden pupsen. Wenn du dann erzwingst, kommt eine Scheiße bei raus. Das ist der beste Vergleich. Sam, anscheinend musst du dich noch um ein paar andere Aufträge kümmern. Denk dran, sobald du nach Portnord City kommst, überquerst du den See. Du solltest also alle offenen Lieferungen vorher abwickeln. Sieh dir die Karte an und such die effizienteste Route zu allen Orten, die du aufsuchen musst. Schöne. Oh, schöne Plagerei, du hast recht. Uff. Ist das deine Sollfracht? Sam, Dooms gewährt dir Vorteile, die die meisten nicht haben. Aber so fähig du auch bist, du gehörst jetzt auch zu Bridges. Eine Organisation, die über Experten in vielen Bereichen verfügt, die alle bereit und willens sind zu helfen. Das Team ist für dich da, Sam. Du musst bloß fragen. Verstanden? Gut. Oha. Schwingt ganz schön hier. Ja. Wir sind ein Moped. Bist du wieder bei den Fluss? So, das heißt leider. Klavotz. So. Moment. Moment. Kippchen ausmachen. Noch ein Stück trinken. No? Und dann gehen wir weiter. Boah, das ist aber auch eine Acht mit dieser Steuerung, du. Ne, also. Aber das ist ja gerade die Herausforderung hier.
Ich fühle das. Für diese Scheiße, Mann. Ich glaube, das wäre im echten Leben auch so. Ja. Ja, lass da hochgehen. Oh! Ich hätte da schon das eine oder andere Mal einen Purzelbaum hingelegt. Wenn der mal sagt, ich hab Rücken, dann kannst du ihm das auch gerne glauben. Ja, das glaube ich in der Tat. Sei ja mehr so ein Scheißdreck dagegen, ne? Oder DHL, ne? Puh. Ja, die haben ja alle Autos. Ich geb mir Mühe, meine Damen und Herren, ich geb mir wirklich Mühe, Alter. Ich trag doch hier, ne? Attention, attention, du kannst auch eine Fichte sein. Ruhig, ruhig. Er kam tief, aber er kam. Ja. Verdammt. Wenigstens regnet es nicht. Noch nicht. Oh, den Scheiß noch nicht ganz so. Auch eine Leiter. Na, ich weiß, dass da eine Leiter war. Danke für den Hinweis. Komm da nicht hoch. Das gibt's nicht. Ja, klasse. Es wäre nur toll gewesen, wenn er darüber gegangen wäre. Über diese Leiter. Es wäre toll gewesen. Dieses Becken nervt mich. Jetzt alle Pakete wieder. Das ist ein Seil.
Oh mein Gott. Sam. Die Verbrennungsanlage. Weißt, wie du sie bewältigen sollst, öffne deine Route über deine Handschellen. Sortiere die aktiven Aufträge dann nach der Entfernung von deiner Position. So kannst du eine effiziente Route planen. Hallo? Markierung A. Ja. Das verstehe ich noch nicht ganz mit dem Markierung. Also das haut noch nicht ganz hin. Weil jetzt laufe ich ja wieder zurück. Warum? Oder bin ich verwehrt? Kannst du ehrlich gesagt gerade auch nicht sagen. Er zeigt mir das da nämlich an. Ich bin komplett verwirrt gerade. Hey, geh da doch erstmal lang. 150 Meter. Oder ist das der Routenpunkt? Jetzt ist rot. Oh. Noch ein Paket oder was? Oh. Jetzt wieder hoch. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann lasse ich hier wieder alles fallen. Alles gut.
Gerade komplett die Orientierung verloren. Komplett. Da sind wir nicht richtig. Scheiße. Ich hab die Orientierung verloren. Ich hab die Orientierung verloren. Mach mal die Map auf nochmal, bitte. Da müssen wir hin. Sehe ich das gerade falsch? Ich weiß es nicht. Sehe ich das gerade falsch? Mach ein bisschen ruhiger. Nicht immer rennen. Ja, er staffelt auch immer so los, du. Ja, aber so kommst du besser. Du kannst das besser mit dem Gewicht machen. Dauert das eben ein bisschen länger, ist doch nicht schlimm. Wie auch immer knurrt, ne, so. Hm. Ja, hm. Ah, und ich, das Schlimme ist, dass ich fühle das, weißt du? Das ist das Schlimme. Ja, glaube ich gerne. Immer recht lang. Will so klettern. Keine Leiter mehr, nix. Scheiße. Keine Leiter mehr. Kannst du keine herstellen? Ein TCP mit?
Oh nee, oh Mann. Aber das kannst du ja nur nehmen, wenn du nach unten willst. Nach oben geht ja nur die Leiter, beziehungsweise das Seil. So. Ja, hast du recht. Wenn er schon da ist, heißt das. Scheiße. Umgehen. Geht ja nun mal nicht anders. Dann laufe ich da wieder runter. Mann. Ja, aber das war ja der Felsen, der auf der Map abgebildet war. Dieses Riesending da. Keine Leiter mehr. Ich hab nichts mehr. Fuck, ey. Nö. Ich weiß auch nicht, warum er so rumzetert, Alter, bei 125 Kilo, Alter. Warum er hier so rumspackt, weißt du? Scheiße. Komm da nicht hoch. Dann laufe ich wieder runter. Trotzdem ganz in Ruhe. Jetzt ärgert dich, meine ich, das bringt es ja. Bringt es ja auch nicht. Dann müsst du halt rumgehen, dann ist das eben so. Das sind solche Sachen, die mich dann nerven im Open World Game. Sowas nervt mich. Aber ist egal. Wir gehen rum. Ist er da wirklich oben ihm gegen den Felsen gehauen? Ach komm, lösch dich, Mann. Schau, so sehen wir noch was von der formidablen Landschaft. Und er muss gegen den Felsen laufen. Lösch dich, Mann. Jetzt könntest du zum Beispiel ein Seil nehmen, wenn du möchtest. Ja, hier zum Runterkommen, ja. Ich muss doch da rüberkommen. Ich will da auch rüber. Kommst du da hinten rum, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, ein Seil oder irgendwas gespannt oder was da. Guck mal, links da. Eine Leiter. Mal jetzt rechts da rum ist wieder eine Leiter. Genau.
Ja. So, jetzt mal ein bisschen umgucken. Jetzt geh mal genau links lang. Verdammt. Ja, da. Mal so ein bisschen das, die Ebene gucken. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss mir mal eine Zigarette anmachen. Oh, ich schwitze wie Sau, Alter. Seil zum Abklettern. Ja, dass das anstrengend ist, das glaube ich nicht. Das Stressniveau deines Babys steigt. Wenn es einen ich habe nichts gemacht. Erleidet, kann es dir nicht helfen, GDs zu entdecken. Mein Gott, Alter. Und halte größtmöglichen Abstand von GDs und anderen Gefahren, um es ruhig zu halten. Das ist richtig, du hast das Seil nicht gefasst. Baby ist rot. Bleib wieder da, ne? Und ruhig bleiben. Oder warte da, von mir aus. Und den Kompass verstehe ich auch nicht ganz, Alter. Was ist es? Wenigstens kennst du deine Grenzen.